kommt jetzt die Aussage, reicht uns der Koran. Das benutzen sie. Uns reicht der Koran. Das heißt, die haben schon die Wurzel von dort, von Donnerstag, benutzt heute gegen uns. Das heißt genau, was Omar gesagt hat. Uns reicht der Koran, die sagen ja, aus dem Koran will ich die Imame haben. Gerade wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam die neue Mehrdeutigkeit dieses Verses erklären wollte, damit das eindeutig wird, indem er sagt, wem ich sein Maula bin, ist Ali sein Maula. Wäre diese Mehrdeutigkeit, also in dem Vers, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, innama waliikum Allah wa rasulul ladina amanu, das heißt, eure Vorgesetzte ist Allah und der Prophet oder das sein Gesandter und diejenigen, die geglaubt haben, und diejenigen, die ihr Almosen zahlen beim Rukur, da wollte Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagen, Ali ist eure Imam. Das heißt, die Imame, die in den Koran als mehrdeutig ist, in ihren Augen ist eindeutig aus dem Mund des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und da arbeiten sie daran. Das heißt, was hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam verboten? Was wollte er sagen? Woran wurde er gehindert? Das heißt, die Fundamente bei Ahl Sunnah wa Jama'a ist Umar. Die Fundamente von Ahl Sunnah wa Jama'a ist Umar. Die Fundamente von den Umayyaden ist Umar. Die Fundamente von den Wahhabiten heute ist Umar. Niemand anders. Umar, Umar, Umar. Von Anfang bis Ende. Und deswegen Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hat davor gewarnt. Die versuchen das zu verharmlosen. Sagen sie Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wenn das wichtig gewesen wäre, hätte er trotzdem geschrieben. Aber war nicht wichtig. Das heißt, was er angeboten hat, war nicht wichtig. Einer kommt, wie der Abu Bakr, dieser Dr. Abu Bakr, sagt, Allah hat Umar gesandt, damit er Rasulullah vor einem Fehler schützt. Wal-Iyadu Billah. Das ist nicht zu bewundern. Seine Ulama haben vorher das gesagt, dass Allah, dass Umar eine Macht gehabt hat, eine Kraft gehabt hat von Allah subhanahu wa ta'ala, so dass er irgendwas vorher wissen konnte, was Rasulullah das nicht geschafft hat. Weil warum? Weil Rasulullah hat gesagt selber, ich bin ein Mensch wie euch. Ich mache Fehler und ich mache keine Fehler. Ich rede manchmal, wo ich zufrieden bin, und ich rede manchmal, wo ich wütend bin, wo ich unglücklich bin. Das heißt, ich bin wie euch, ich mache Fehler. Sie nehmen das. Minderwertigen Sie Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Erstmal, der muss totgelegt werden, damit du nicht mehr benutzt seinen Namen, seine Sunnah. Diese Behauptung, dass sie alle Sunnah wa Jama'a ist nur eine Behauptung aus dem Mund. Aber das sind nicht alle Sunnah wa Jama'a. Alle Sunnah wa Jama'a sind wir. Warum? Weil wir sagen nicht nur Koran. Wir sagen Koran und Sunnah. Weil die Sunnah leitet zu Ahlul Bayt alaihi wasallam. Weil wenn du sagst, Koran und Sunnah, brauchst du die Beweise, brauchst du die Belege? Wer hat die Sunna verbrannt? Wer hat die Sunna getötet? Wer hat die Sunna begraben? Sie. Der erste Khalifa, der zweite Khalifa, der dritte Khalifa. Die haben Sunna begraben. Wieso durfte Abu Huraira erst in den Umayyaden-Zeit reden? Warum durfte er vorher nicht? Er sagte selber, er sagte, wo er angefangen hat zu reden, das war in der Zeit von Muawiyah. Er sagte, hätte Umar bis jetzt geliebt, ich hätte nicht ein Hadith erzählt. Warum? Weil, das sind erstmal, guck mal, wie empfindlich das ist. Umar hat gehindert zu schreiben. Und Umar hat gehindert zu reden über Muhammad. Keiner darf Hadith erklären, keiner darf Hadith erzählen. Hat erzählt, das steht in ihren Büchern. Abu Huraira hat versucht ab und zu reden. Aus Dummheit natürlich. Umar hat ihn geschlagen. Warum? Weil durch den Mund von Abu Huraira wird Umar entlarvt. Weil Abu Huraira kein Wissen gehabt. Der konnte nicht schreiben, der konnte gar nichts. Der hat sein Wissen von Kabul Ahbar zu 90% geerbt oder genommen. Nicht von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, der wurde verboten. Abu Bakr hat ihn vorher verboten. Umar hat ihn verboten. Osman hat ihn verboten. Kommt Muawiyah und sagt, du bist mein Schatz. Jetzt darfst du reden. Jetzt das, was du nicht reden durftest damals, jetzt darfst du reden. Deswegen sagt Umar, sagt Abu Huraira, sagt, hätte Umar bis jetzt geliebt, hättet ihr von mir gar keinen einzigen Hadith gehört. Verstehst du? Was bedeutet das? Das heißt, derjenige, der die Sunna getötet hat, war wer? War die Sahaba. Was bedeutet das, dass du die Sunna verbrennst? Warum haben sie die Sunna verbrannt? Weswegen? Das heißt, gibt es irgendwas drin, was uns normalerweise hilft, dieses Verwahr, was sie heute benutzen, Mehrdeutigkeit, Eindeutigkeit in den Koran. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist gekommen, damit diese Mehrdeutigkeit nicht mehr existiert. Er kommt, damit er uns erklärt, Allah sagt in dem Koran,
Allah sagt in dem Koran, Allah subhanahu wa ta'ala hat dir den Koran herabgesandt, damit du den Menschen erklärst oder klärst, was sie von ihren Herren bekommen haben. Das heißt, wenn er Mehrdeutigkeiten erklärt oder klärt, dann wird das, wird eindeutig. Weil es gibt nicht hier, dass Allah subhanahu wa ta'ala ein Vers sendet, ne, mit mehreren Gültigkeiten, mit vielen Wegen, mit vielen verschiedenen Möglichkeiten. Das geht ja nicht. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Koran geschickt und er sagt, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns diese Verse erklären muss. So, jetzt aber, wer nimmt an? Wer nimmt an? Wer nimmt an? Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt ein Uhr im Koran. Ein Uhr. Sagt Koran. وَتَعِيهَا أُذُنٌ وَعِيَهَا. Es wird von einem Uhr behalten werden. Von ein Uhr. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wurde gefragt, wessen Uhr ist das, ja Rasulullah? Er sagt, إِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَهَا أُذُنُكَ يَا عَلِي. Das heißt, ich habe Allah gefragt, dass er das dein Uhr macht, oh Ali. Und Ali sagt, seitdem Allah subhanahu wa ta'ala diesen Vers an den Propheten sallallahu alaihi wa sallam herabgesandt hat, kaum hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam irgendwas gesagt, ohne dass ich das behalten habe. Alles. Das heißt, die Sunna ist im Ohr des, von Imam Ali alaihi wa sallam. Die Sunna ist im Ohr von Imam Ali alaihi wa sallam. Das heißt, sie können verbrennen, was sie wollen. Sie können vernichten, was sie wollen. Die Sunna behält sich in Ahlul Bayt alaihi wa sallam. Und Rasulullah sallam, damit wir nicht verloren gehen, hat er sofort gesagt, in Ghadir Khum, damit man auch nicht mehr Deutlichkeiten in den Hadith macht, wo er sagte, man konnte Mawla fahaza alim Mawla. Sie sagen, bedeutet Mawla bedeutet Freund oder Liebender oder was auch immer. Damit das nicht vorkommt, hat er gleich danach gesagt, ich hinterlasse euch zwei Dinge, wenn ihr euch daran haltet, werdet ihr nie verloren gehen. Kitab Allah wa atrat ala bayti, das Buch Allah und meine Familie. Haltet euch daran, werdet ihr nie verloren gehen. Das heißt, wenn ich verstehen will, was sind die Mehrdeutigkeiten in dem Koran? Muss Ali alaihi salam fragen. Und da lauert diese Gefahr bei diesen Menschen, dass sie tagtäglich daran arbeiten, woran, dass diese Sache, was geklärt werden konnte damals, unklar lassen. Mhm. Sagen zu dir, bring mir einen Vers aus dem Koran, wo das eindeutig drin steht, dass Ali der Khalifa ist. Bring mir aus dem Koran. Stehst du sprachlos? Kannst du nicht mehr antworten? Das ist ein Grundsatz bei dir. Imama ist ein Grundsatz. Wie Tawhid, Adl, Nubuwa und Mi'ad. Imama ist drin. Und unsere Ulama sagt, die Imama ist das Wichtigste, was die Grundsätze anbelangt. So. Jetzt kommt einer, egal wie klein der ist, sagst du dir, bring mir das aus dem Koran, das aus dem Koran und ich werde Schia. Du kommst durcheinander. Du musst das Wissen also haben, weswegen wurde dieser Imama in eine Art Mehrdeutigkeit erwähnt in dem Koran. Deswegen. Und wie oft hat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam die Worte Gottes gezögert? Da steht eindeutig ein Vers in dem Koran, wo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Verse versteckt hat. Verse versteckt. Also nicht diese, was in Surat al-Ahzab steht. Nein, noch andere Verse. Hier Koran-Verse. Allah sagt, warum versteckst du die Verse in deinem Herzen und verkündigst du diese nicht? Verkündest du sie nicht. Tu das und Allah schützt dich. Plus diesen Vers, O du Gesandter, verkündige das, was du von deinem Herrn bekommen hast. Andere ist noch deutlicher, wo Rasulullah s.a.w. die Menschen gefürchtet hat, weil sie nicht in der Lage waren, das anzunehmen. Rasulullah s.a.w. war selber abgelehnt. Muhammad s.a.w. war nicht akzeptiert unter den Arabern. Der war nicht akzeptiert. Sie sind zu ihm gekommen, haben sie Shahada erklärt, das musste er nur, Rasulullah sallallahu von denen abnehmen. Mehr nicht. Was in ihren Herzen war, gehörte Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie sind zu ihm gekommen, Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Dieses Wort hat sie geschützt. Und dieses Wort hat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zum Schweigen gebracht. Deswegen Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hat nicht erzählt, wer ist Munafiq und wer ist nicht Munafiq. Hat nicht erzählt. Sie sind dadurch reingekommen, Islam von innen zu stören, bei Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, zu Hause wurde der Islam zerstört, da am Donnerstag, wo er machtlos war, wo er auf dem Sterbebett lag, wollte er reden, nein, er ist verblödet. Sie erzählen, jetzt kommen sie mit neuen Methoden, sagt Omar,
erstmal sagen, sie haben Mitleid gehabt. Zweitens, jetzt sagen sie nein, das war keine Beschimpfung gegen Muhammad oder keine Beleidigung, indem er gesagt hat, ist Rasulullah verblödet. Sie meinen, das war eine Fragestellung. Ist egal, wie du das formulierst. Mhm. Ist er verblödet oder er ist verblödet? Ist egal, verblödet ist verblödet. Ob er, wieso fragst du? Bist du nicht der Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Das heißt, was hat er gemacht? Er hat Fitna verbreitet im Haus des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Jetzt, die sagen, Rasulullah macht keinen Fehler. Nicht klein und nicht groß, sagte letztens dieser Abu Bilal. Nehmen wir an, das glauben wir auch. Warum hat er ihn rausgeschmissen? Weswegen hat er sie rausgeschmissen, wenn sie so gut gemeint hätten? Das ist ein Fehler. Wenn sie so wirklich gut gemeint hätten und er schmeißt sie raus, das soll ein Fehler sein. Man schmeißt niemanden raus, der mit ihm Mitleid hat. Das hat er gemacht. Rasulullah. Alleine der Inhalt, ihr werdet nie verloren gehen, wenn ihr euch daran haltet. Alleine das. Und dann kommt eine Opposition und sagt, nee, er ist verblödet, machen wir nicht. So, und das, darunter leiden wir. Und wir haben wirklich eine Herausforderung, eine große Herausforderung, die immer wieder wächst und immer in einen neuen Namen. Immer unter neuen Namen. Früher alles Hijra und Takfir. Was gibt es noch? Bei euch war in Algerien meistens. Salafiyya, Jihadiyya. Immer neuen Namen. Ne? Wie? Warum? Was ist der Zweck davon? Geh mal in ihre Broschüre und lies mal. Was ihr Ziel? Ihr Ziel ist wir. Schia. Niemand anders. Wir sind ihr Ziel. Hizb ut-Tahrir heutzutage. Wir haben sie getroffen in Imam Ali Moschee drinne. Und die reden alle einheitlich. Alle einheitlich. Womit fangen sie an? Mit Tawhid. Tawhid al-Rububiyya. Hörst du? Schön redest du. Das glauben wir auch, was du sagst. Aber er will dir sagen, dass ihr seid die Mushrikin, diejenigen, die alle rufen. Wie verharmlosen sie das, indem sie sagen, gibt es auch viele Sunniten. Verstehst du? Die das auch machen. Das heißt, wir sind tolerant. Verstehst du? Wir meinen auch unsere. Aber Ziel ist nicht das, dass sie die Sunniten angreifen und uns angreifen. Nein. Ihr Ziel ist, Muhammads Name sallallahu alaihi wasallam zu töten. Das heißt, du darfst nie wieder Muhammad sagen. Und das haben sie früher gesagt. Muhammad bin Abdul Wahhab. La'anahullah. Und seine Anhänger, Al-Saud zum Beispiel, dieser Imam Saud, der war in Karbala. In Karbala war er. Er hat die Gräber von Al-Bayt alaihissalam richtig zerstört. Alles zerstört. Wo? Durch einen Hadith, der in Bukhari steht. Oder auch in Muslim. Oder in die Sahih-Sitta. Was steht da drin? La tada' qabran illa sawaita. Sawaita heißt Ibnen. Ne? Aber sawaita bedeutet auch was anderes. Sawaita heißt gleichmäßig machen. Aber wenn du sagst gleichmäßig, ohne zu sagen mit der Erde, dann darfst du den Grab nicht zerstören. Verstehst du? Er hat gesagt nur Sawaita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gleichmäßig machen. So. Was machen sie? Kommen sie rein? Hier, Schirk, Schirk. Jetzt, yes. Die ganze Gräber von Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben sie mit der Erde geebnet. Kommt dieser Al-Saud, dieser Imam Muhammad Saud, mit Saud, sitzt er auf dem Grab. Stelle des, von Imam Hussein a.s. und lässt Kaffee brühen. Kaffee brühen. Und er sagt, wie schmeckt der Kaffee auf den Knochen von Hussein? Das Liebe von Al-Bayt a.s., das Liebe von Islam. Wie schmeckt der Kaffee, der gebrüht ist, auf den Knochen von Hussein? Das heißt, Ziel ist von diesen Menschen, Islam grundsätzlich zu zerstören. Die bauen nur eine Organisation. Eine Organisation, die islamisch aussieht, mit Bart. Und kurze Hose, ne? Und Tasbih und mehr nicht. Da kommt dann nachher die Feinde des Islams, ganz leicht, weil sie haben auch eine Theorie, dass sie die Herrscher gehorchen. Sie müssen die Herrscher gehorchen. Verstehst du? Da kommt nachher was, da kommt der Feind, sagt, ja, ihr habt schon alles vorbereitet, jetzt regieren wir. Unsere Arbeit, unsere Aufgabe ist viel zu groß. Wir sind, Alhamdulillah, ihr seid, Alhamdulillah, jung. Und ihr habt die Chancen noch für euch. Mir tut nur leid, die Menschen, die Schiiten, die das nicht verstehen wollen. Oder versuchen, das zu ignorieren. Oder zu verharmlosen. Und denken, das ist nicht so wichtig. Wir sind alle Wahdat, wir sind alle Umma, eine Umma, ein Islam.